Fax zum Gruße. Es gibt ein neues Event. Ich durfte leider vorher nicht ein Video dazu machen. Jetzt ist mir gestattet worden, weil es sollte halt nicht gespoilert werden. Und ihr fragt euch, warum fange ich in Traloop an? Das hat einen ganz bestimmten Grund. Also man könnte in jedem der 5 Gebiete anfangen damit. Aber wir starten in Traloop, und zwar hier in Alten Traloop. Das hat einen ganz bestimmten Grund, weil man hier einen Teil, wenn man dreimal Taschendiebstahl falsch macht, dann kann man diese Schnuppe, Sternschnuppe nicht mehr kriegen. Und deswegen starten wir hier. Da ist der Questgeber beim Fax-Tempel. Fax zum Gruße, ich habe euer Gesicht in den Nebeln gesehen. Der Sternmeister selbst sandte mich hierher, um euch zu treffen. Aha. Also, lehrender Mondschatten steht in allen 5 Gebieten. Der Grund ist ganz einfach, ihr wurdet auserwählt. Über die Jahre hinweg gingen hier überall Sternschnuppen hernieder. Winzige Bruchstücke der Zitadelle der Kraft, die die Fexentochter Mada einst zerstörte. Eure Aufgabe soll es sein, 5 dieser Splitter aufzuspüren und zu mir zu bringen. Seid ihr dazu bereit? Aber hallo, hier, Sternschnuppen, Event. 25 Dukaten gibt das, vielen Dank. Und man kriegt Fax-Sterne. Ich kann es schon mal verraten, man kriegt, wenn man alle 22 abgibt, 4 Fax-Sterne, 4 Auszeichnungen, nicht nur Sternsucher, da gibt es noch 4 weitere, je mehr man abgibt. Und man kriegt einen schönen Hut. Annehmen. So. Eines vorweg. Der Sternenmeister sagte mir, dass es insgesamt 22 Sternschnuppen gibt. Sie sind überall in der Welt verstreut, manche schwer und manche einfach zu finden. Bevor ich mit den Hinweisen beginne, solltet ihr wissen, dass es hier um Traloop 4 Sternschnuppen zu finden gibt. Da muss ich sagen, es gibt in Balio, Traloop, Andergast und Turmwald jeweils 4, in Greifenfort 5 und im Nevalstal eine. Also ich habe die Quest schon mit 3 weiteren beendet. Im Posten von der Grenzerbande ruht beschlagnahmt Fexens Funke. Welch Schande. Und das ist auch genau die, von der ich geredet habe. Wir müssen nämlich das ist das mit der Grenzerbande. Okay, das erkläre ich gleich. Ein Funken gar nicht ferne ziert Prarius Sonne statt Fexens Sterne. Genau, im Prarius-Tempel direkt neben diesem Gebäude ist ein Fex, eine von den Sternschnuppen. Und die können wir nur stehlen. Ein Karren hinterm Nebelmoor schaut kaum noch aus dem Sumpf hervor. Des Turmes Schatten auf ihn fällt, einen Funken er enthält. Im Tann der Ifien unverzagt die Axt sich durch das Holze nagt. Der Funken ohne Sorgen liegt zwischen Stämmen verborgen. So, das sind die Hinweise für die 4. Kein Problem, fangen wir mal mit den ersten an. Also, man hat jetzt die Möglichkeit, da ich in Taschendiebstahl nicht sehr gut bin, werde ich erstmal hier so ein paar Klamotten ausziehen, um die Behinderung wegzukriegen. Man kann nämlich ein bisschen was tricksen, dass das doch klappt, indem man sich nämlich hochbufft mit jede Menge Zeug. Also, ich nehme hier so Brombeerlakritze, die kriegt ihr in Andergast im roten Salamander in der Kneipe. Und dann mache ich Fingerfertigkeit hoch, in 30 Sekunden die Intuition höher und den Mut nochmal höher um 2 Punkte. So, das legen wir auch noch ab. Was haben wir hier? 2 Handgürtel, den brauchen wir nicht. Hier, Mut plus 2, das ist gut, den nehmen wir. Fingerfertigkeit plus 3, das ist sehr schön, das nehmen wir auch. Und gegen Konstitution austauschen. Zack. Sehr gut. Bögen, den brauchen wir nicht. So, und dann nehmen wir noch ein paar Tränke zu uns, nämlich, wo haben wir es genau? Diesen Schwarzberger Pralius-Tröpfchen findet ihr in mehreren Stellen, aber zum Beispiel wäre in Greifenfort in der, wenn ihr von dem Regenbogen nach Norden geht, in dem Bereich bei diesem Bauernhof, da könnte man sich auch nochmal was hochpushen. So, hier ist der nächste, dann gehen wir mal auf Intuition höher. Kleiner vom Rand währenddessen, es gibt 3 Gegenstände, die ihr im Spiel nicht kaufen könnt, die ihr aber brauchen werdet. Das sind einmal 3 Höhlenspinnen. Da gibt es noch eine Alternative durch Magie, wenn man Klugheit höher hat oder durch Tränke die Klugheit höher macht. Auf 14 kommt man auch direkt dran. Da kommen wir später in Greifenfort zu. Ansonsten besorgt euch 3 Höhlenspinnenaugen. Komme ich später mal noch zu. Also wenn ihr sie habt, nicht verkaufen, direkt behalten. Die eisige Essenz ist wichtig später in Torwahl. Falls ihr die nicht habt, die kriegt ihr durch eine Quest. Dann müsstet ihr 7 Schwarzeissplitter besorgen.
Also, falls ihr diese drei Gegenstände habt, wichtig. Und auch dieser Opal. Da komme ich aber nochmal zu, wenn wir sie brauchen. So, Quittenlakritze noch. Nochmal Mut um 2 höher. Mut, Körperkraft. Das Gute ist, wir können hier diese alkoholischen Getränke stacken. Das heißt, zack, wir kriegen da oben noch einen rein. Das sieht man schon hier, wir haben jede Menge Boost drauf. Sind bei Mut 21, Fingerfertigkeit 15, Intuition 15. Das ist jetzt die Frage. Also ich könnte es natürlich noch höher steigern durch irgendwelche Sachen, aber ich glaube, das könnte schon reichen. Und falls nicht, dann einfach abbrechen und neu machen. Oh, mitten im Sonnentempel des Altar ist ein Teil, was ich brauche. Was tust du da, mein Kind? Willst du es etwa bestehlen? Lalala. Ja, hatte ich vor. Was auch ein bisschen komisch ist, manchmal kommt dieses komische Symbol nicht neu. Also wie gesagt, ich habe nur 3 Versuche dafür. Wenn der dritte schief geht, werde ich aus dem Tempel geschmissen und kann das nicht mehr weiter stehlen und kann so nicht mehr alle 22 Sternschnuppen bekommen. Deswegen machen wir die zuallererst. Schauen wir nochmal, wie sieht es wieder mit den Tränken aus. Ja, 25 Sekunden können wir den Mut nochmal was erhöhen. Was wir dann auch tun werden. Na komm. Funktion. Geh nochmal raus und rein. Ja, da steckt die Sternschnuppe. Zeig sie mir. Ja, keine Ahnung, manchmal dauert das länger. Und nochmal buffen. Ich glaube, die hier kann ich nicht stackweise hochbuffen. Ich glaube, das geht nicht. Nein, nein, dann macht er einfach nur 9. Ja, eine neue Bande treibt ihr Unwesen. Komm, wir spenden auch was an Prajus. Bitteschön. Dem wird der Diebstahl nämlich gar nicht gefallen. Okay, das dauert mir zu lange. Ich starte einfach die Quest neu und breche sie ab. Das geht andauernd, gar kein Problem. Also, falls ihr dreimal sowieso schief geht, einfach Quest abbrechen, wieder reinrennen. Das ist natürlich nicht so gedacht, aber man muss ja irgendwie die Möglichkeit haben. Und wenn man im Taschendiebstahl einfach nicht gut genug ist, weil das auch minus 5 Taschendiebstahl macht, muss man sich halt durch irgendwelche Sachen hochbuffen. Es würde auch gehen, wenn man Attributszauber noch, also wenn man irgendjemanden kennt, der Magie kann, dann könnte der jetzt mich auch noch bezaubern. So, da ist sie wieder. Versuchen wir es nochmal. Sind wir bei Mut 23, glaube ich. Ha, so einfach wie einem Kind einen Honigbonbon zu stehlen. Ja, genau so macht man das. Wir haben die erste Sternschnuppe. Können wir uns wieder ausrüsten. Also das ist im Endeffekt die schwerst zu erlangen, ne, kann man sagen. Aber es geht auch, wenn man in Taschendiebstahl nicht bewandert ist, halt durch irgendwelche Buffs. Da ist die erste. Sehr schön. Und ja, die anderen Getränke brauche ich eigentlich gar nicht. Klugheit minus 2. Ja. Das ist die Beeinflussung von Alkohol. So, Rüstungsschutz, Mut höher. Ich glaube, wir ändern das wieder hier auf Zweihand. Zack. Und wir müssen. Welchen Ring ziehen wir an? Konstitution einmal. Und Initiative, Bogen. Mut, Konstitution, das ist ganz okay so. Okay, gehen wir auf zum nächsten Teil. Und da hieß es doch, dass bei der Grenzerbande die sind. Und die befindet sich hier bei den drei Baronienforst. Da seppen wir uns jetzt mal runter. Und zwar direkt, wo wir rauskommen, ist der Grenzposten. Da gehen wir links rein. Da habe ich fast eine Stunde gesucht. Da hatte ich Hilfe gehabt. Also ich habe das erste Mal mit Chojin gemacht und da hatte ich noch zwei Kumpels bei gehabt, die mir dabei geholfen haben. Und das hat jemand anders entdeckt gehabt. Also man muss den hier anquatschen. Ich war hier drinnen auch gewesen, hatte alle Gebiete abgesucht und wusste es nicht. Leider haben sie in der Hilfe mir keinen Tell geben wollen. Meinten, liest die Hinweise. Uah. Da waren wir sehr hilfreich, viele Leute. Zum Gruße. Genau, man muss den hier anquatschen. Du suchst einen kleinen glitzernden Stein? Ja, sowas habe ich hier. Haben wir letzte Woche einem Trupp Udenberger Schmuggler abgenommen. Schaut sich unauffällig um. Weil du so ein nettes Gesicht hast, für 8 blinkende Goldstücke kannst du ihn haben. Travia mit dir. Ja, den bezahlen wir. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob wir einen Anlass kriegen können. Sehr wahrscheinlich durch Diebstahl, wie so ziemlich alles. Aber da bin ich halt nicht gut genug drin. Und wir haben unsere zweite Sternschnuppe. Dann wussten wir davon, dass.
hier oben im Nebeltor, nördlich davon, hinter dem Nebeltor heißt es ja, sollen wir hin, nämlich zu den Baumtoren. Da teleportieren wir uns gerade mal rüber, ansonsten müsst ihr zu Fuß hinlatschen. Und nämlich ein Feld hinter dem Nebeltor ist der Baumturm. Und da, ja gut, hauen wir gerade mal hier den da um. Was? Weg mit dir. Und den da auch noch. Man muss nicht töten, man könnte auch einfach hier dran, dann wirst du zwar angegriffen. Wenn man stark genug ist und das aushält, kann man das einfach machen und wegrennen. Vielleicht für Schwächere interessant, die das nicht schaffen, den umzuhauen. Wir haben unsere dritte Sternschnuppe, okay, wir hauen ihn aber um. So. Das hat mal wieder nicht geklappt. Da, das ging. Töte ihn schon. Okay, und die letzte ist im Ifion, hieß es. Und zwar hier unten, im das Lager der Holzfäller. Da müssen wir hin. Die ist ein bisschen verbuggt bei vielen. Da muss man mal schauen. Also diese Glitzerteile werden manchmal nicht angezeigt. Das hat da mit den Grafikeinstellungen zu schauen. Da geht ihr auf Optionen, macht Grafik und wichtig ist, dass ihr auf Hoch habt. Ich mache also immer maximal und hoch. Und da bisher habe ich nie Probleme gehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schreiben viele, dass sie da Probleme haben. Zack, hier. Zum Beispiel, diese Frau ist noch wichtig. Bei manchen ist die irgendwie wohl nicht aktiv. Also ich vermute ja, dass die manchmal mehrere Quests in dem Gebiet aufhaben. Das führt halt immer wieder zu Problemen. Ich spiele meistens die Quest und habe gar keine andere auf. Das heißt, ich habe nur Sternschnuppen momentan und nichts anderes. So, hier ist nichts. Und dann hat sich hier links ein blauer Kreis gebildet. Und wir können sie anquatschen. Also wir haben dem Holz nachgeschaut, wie es hieß. Bist du endlich fertig, mit deinem schmutzigen Pfoten zwischen den Stämmen rumzuwühlen? Gut, dann können wir ja zum Geschäft kommen. Ohne ein wenig ehrliche Arbeit bekommst du den Klunker nicht. Ich will, dass du 5 von diesen Wurzelbolden abholst, die sich hier rumtreiben. Das faule Mannsvolk benutzt sie ständig als Ausrede, nicht in den Wald zu gehen und stattdessen zu saufen. Ingerim mit dir. Mhm. Also... hauen wir mal ein bisschen von den Schraten hier kaputt. Los! Das! Ja. Das gefällt dir. Sehe ich doch. Zack. Auf zum nächsten. Ein Zauber belegt. Angros, steh mir bei. So, das war die Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und last but not least, Nummer 5. Kann sein, dass kein einziger irgendwie ein Holz für mich hinterlassen hat. Na gut. Ah doch, hier oben ist einer, ne? Sehr schön. Ein bisschen Geld reinholen, was ich sowieso nicht brauche. So. Ingerim zum Gruße. Na bitte, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Hier hast du deinen Klunker. Ingerim mit dir. Da-da! Wir haben alle 4 bekommen in diesem Gebiet. Deswegen bewegen wir uns doch jetzt mal rüber in ein anderes Gebiet. Und ich würde sagen, wir gehen nach Balio. Zack. Wandern hier von Stück zu Stück weiter nach Westen, würde ich sagen. So, und dann will ich euch natürlich auch nochmal den Questgeber zeigen, wo der hier im Gebiet ist und uns die Hinweise durchlesen lassen. Da gehen wir, ich kann das mal gerade hier auf der Map zeigen, wir sind in der Südstadt und ganz im Norden davon, ups, falsche Richtung, da, im Nordosten, da ist diese Kneipe hier, Spielhaus Nordstern. Ober, ein kühles Pferdocker bitte. Eines vorweg, bla bla bla, wir haben 22 Schuppen. Im Gebiet Balio könnt ihr 4 von ihnen mit folgenden Hinweisen finden. Einen Splitter gar nicht helle, verschlang ein Drache auf der Stelle. Da dachte ich natürlich direkt an den Drachen in der Höhle, der hat den aber leider nicht herausgegeben. Deswegen muss man ganz normale Drachen einfach nur in dem Gebiet töten. Ein Zwerg verloren durch Dunkel streift, sein Splitter einer Fackel weicht. Also da müssen wir einen ganz bestimmten Zwergen-NPC finden, den zeige ich euch später, wo der ist. Der Halborken wilde Meute streitet noch immer um die Beute. Ja, Halborken gibt es nur in einem einzigen Gebiet hier, zeige ich euch gleich.
In des Turmes höchster Kammer herrschen großes Leid und Jammer. Und den nehmen wir zuerst. Das ist nämlich der Wachturm hier in Südbalio. Da muss ich vor 6 sagen, man holt sich am besten hier im Silbertaler direkt mal ein Balioer irgendwas-Töter hier von dem Zwerg, von dem Nando Butzel. Der hat ja diese dreiteilige Reihe um den Zwergenbrandhandel. Falls einer die noch nicht gespielt hat. Balioer Bärentod, genau. Davon brauchen wir eine. Gut, das weiß man natürlich an der Stelle noch nicht, aber das erfährt man, wenn man jetzt gleich im Turm ist. Deswegen habe ich sie direkt schon mitgebracht. Jetzt hätte ich wieder hoch und runter rennen müssen. So, gehen wir bis zur obersten Etage. Die Zwölfe zum Gruße. Du, ich habe dein Gesicht im Traum gesehen. Du wirst meine Schulden bezahlen. 5 Dukaten und dafür verrate ich dir, wie du an einen kleinen Funkelstein gelangst. Aha, die Zwölfe zum Gruße. Fex muss mir wirklich Holz sein. Denn Funkelstein bekommst du, wenn du mir einen schönen Krug Bärentod bringst. Ach, wie es der Zufall will. Ich habe sowas bei mir. Ah, und wir haben es direkt gegeben und haben direkt die Schuppe bekommen. Schön und gut. Ja, wir rennen nicht wieder runter. Deswegen reisen wir mal gerade für 8 Silbertaler in die Mitte der Karte wieder, um Zeit zu sparen. Und rennen hier unten an den Markt. Da können wir nämlich was kaufen. Wir brauchen nämlich hier in dem Gebiet eine Fackel. Brauchen wir später in Torwald auch nochmal. Also wer will, könnte auch schon 2 kaufen, aber ich kaufe sie dann in dem Gebiet nochmal. Ups, das ist der falsche. Wer von euch ist das denn? Ich glaube du, oder? Ah, nee. Wir kaufen die hier beim Krämer, ne? Genau. Hier ist ein Krämerladen. Hallihallo. Seid gegrüßt. Ja. Wir nehmen gerne eine Fackel. Dankeschön. Und du kannst den hier noch haben. Zack, und wieder raus. Achso, ich muss ja gar nicht hoch an Schnellreise. Genau, wir könnten jetzt einmal hier runter, entweder zur Fallinger Linde oder zum Burgitzhall. Da gibt es Drachen. Oder wir rennen zum zerstörten Gehöft. Das ist nämlich das Gebiet, wo es die Halborks gibt. Ich würde sagen, wir holen uns mal gerade die Halborks-Sachen. Da muss man in dem Gebiet immer weiter Halborks töten, bis sie droppen. Also man weiß nicht, wer das hat. Das ist immer jemand anders. Und mit den Drachen ist es halt genau dasselbe. Drachen ist meistens überkämpft, weil die halt auch recht viel Geld abgeben durch ihre Flügel und die Zungen. Da kann es natürlich ein bisschen was dauern, wenn da ein paar Leute am Farmen sind. Aber ich hatte es mit einem Charakter auch. Ich habe einen getötet und zack, der Gegenstand war da. Noch viel schlimmer wird das später in Torwal. Da müssen wir das nämlich mit Elementen machen. Ah, da ist der Hugins Gold. Den kennen wir. Den grüßen wir doch auch mal. Rogalom. Aber Chat habe ich aus. Der wahrscheinlich wird da geantwortet haben. So, gehen wir ein bisschen näher ran und dann sagt er das. Oder auch nicht? Wo sagt er da das denn? Sagt er hier bei dem, ne? Aha, die Halborks streiten um die Beute. Aber welcher von ihnen hat sie? Ich werde sie wohl alle besiegen müssen. So sieht's aus. Wir kämpfen immer weiter, bis wir die Sternschnuppe bekommen. Und hier sind ja noch ein paar weitere. Ich glaube 3 Stück. Ein wahnsinniger Halborg. Nimm das. Los, hau drauf. Da, auf den auch. Und auf den. Ja, also mit allen Charakteren werde ich es wohl nicht schaffen, das Event zu holen. Aber das ist ja jetzt auch schon der 4.
Es läuft noch ein paar Tage. Mal schauen. Da, du. Du strahlst doch förmlich danach, als ob du eine Sternschnuppe von Fexen hättest. Tja, auch nichts. Auch nichts. Okay, einen haben wir noch. Ansonsten haben wir Pech und müssen warten, dass Respawn kommt. Los, Grishnok, du hast ihn. Ha! Da ist die Sternschnuppe. Hervorragend. So, dann würde ich sagen, rennen wir mal runter ins... Ah, nein, genau. Wir rennen dahin. Genau, hier gibt es nämlich auch 6 Drachen. Ah, da kämpft schon einer unten. Ich habe schon gesehen, da lag schon wieder einer tot. Ja, da tötet einer Drachen. Komm, wir töten die Drachen da rechts, während der die tötet. Komm, schnell töten, schnell töten. Was? Bring sie um. Und den dann auch. Was? Was? Schlag da drauf! Wieso schlägt er denn nicht? Gott. Ja, das ist natürlich schlecht hier, weil das ist immer so ein Problem. Hoffen wir mal, dass hier keiner ist. Also hier unten wären 2. Hier rechts wäre einer, der ist auch nicht da. Also, wie ich gesagt habe, das ist immer überkämmt hier, die Drachen, weil das halt gut Geld bringt. Auf unter Level 30 kann man eigentlich nirgendwo schneller Geld machen. Ach, alle tot. Alle tot. Komm, wir hauen gerade mal hier den Gandreck eine runter. Oh, da ist ein Drache gekommen. Ah, bevor der mir weggeschnappt wird, rennen wir mal schnell. Also manchmal habe ich nach der Spezialfähigkeit, wenn ich die gemacht habe, verschwinde. Ah, super, hier. Mit der letzten Rösche hat das Biest seine Sternschnuppe rausgerückt. Vielen Dank. Ihr könnt weiter töten. Und dann rennen wir jetzt runter in die tiefen Hallen. Da ist nämlich der Zwerg, von dem die Rede gewesen war. Das ist der Gruppendungeon hier im Gebiet Balio. So, rennen wir einfach an denen vorbei. Wenn ihr natürlich eine niedrige Stufe habt, dann müsst ihr euch durchkämpfen. Aber die sollten hier eigentlich kein Problem werden. So, einmal an den Spinnen vorbei. Die hat wohl irgendjemand schon alle getötet. Das Gute daran ist, ja gut, man muss ihn ja sowieso nicht töten, aber das ist eine, seht schon hier, eine Privatinstanz. Und hier ist kein weiterer, der mich irgendwie stören sollte. Oder könnte. Ganz interessant, ich kann euch die Stelle zeigen, wo es auch Opale gibt. Nämlich hier diese Tiefenwühler. Die können auch diesen Opalgegenstand, von dem ich eben gesprochen habe, die können den droppen. Und das Schöne daran ist, dass wenn man die tötet, dass auch irgendwo hier in dem Gebiet auch eine Truhe erscheinen kann, die auch nochmal Edelsteine hat. Also, hier wäre eine Stelle, wo ihr euch den Opal besorgen könntet, zum Beispiel. Komischen Tiefenwühler mit ihrem Pranken. So, aber wir müssen ganz woanders hin, nämlich hier auf dem Gebiet. Und zwar hier oben rennt die ganze Zeit ein Zwerg hin und her, der ein bisschen verwirrt ist und irgendwas von einem Drachen oder so erzählt. Und den müssen wir aufsuchen mit unserer Fackel. Hier ist eine ganz tolle Stelle, um sich einerseits hochzuleveln im niedrigen Bereich, weil hier spawnen ganz viele von denen neu, davon gibt es glaube ich 12 Stück von den Alpien und die kommen recht schnell neu und man kann gleichzeitig sehr schön da den Erfolg holen. Und es drum tun. So, wo ist er? Das ist eigentlich sein Weg. Ah, wir sehen ihn auf Minimap, da der lilane Punkt, das müsste sein. Da ist er, genau. Hey du! Licht! Viel mehr Licht!
Jetzt werde ich es diesen Schatten zeigen. Er eilt mit der Fackel davon und verliert etwas Funkelndes. Tada! Und da haben wir die nächste Sternstuppe bekommen. Also das war der NPC, den ihr finden musstet. Zack. So, die Sachen nehmen wir mit. Und damit hätten wir auch das Gebiet Balio beendet. Und machen uns jetzt mal auf nach Greifenfort. Dort finden wir 5 Stück. Und zwar gibt es hier keinen richtigen Fex-Tempel. Darum haben die Programmierer sich dafür entschieden, weil ja Fex so der Gott der Gauner, Diebe und Halunken und sowas ist, einfach den NPC Leander Mondschatten vor die Bank zu stellen. Das passt ja irgendwie. Da ist er. So, das kennen wir schon. Der Orkenhäuptling lacht und höhnt. Ein Splitter seinen Nacken schönt. Die Maid dreht ziellos ihre Kreise, singt von 3 Spinnenaugen. Die habe ich ja schon besorgt. Ein Splitter in vergessenen Hallen liegt, zu finden, wenn die Spinnen besiegt. Das Tor der Elfen einen Splitter ziert und ihn nur für einen Opal verliert. Den Opal haben wir auch schon besorgt. Am Markt ein Kürbis eisern steht, für cremige Suppe der Splitter vergeht. Im Nevalstal in der Höhle versteckt ein Splitter zwischen Splittern steckt. Genau, Nevalstal. Das ist noch das Zusatzgebiet, da müssen wir hin. Nein, Event fortsetzen. Also wenn man 5 Sternstunden hat, könnte man es beenden. Das wollen wir natürlich nicht. Da kriegen wir nämlich nur einen Fex-Stern. Spute dich, wir müssen zum Markt. Also, die meisten kennen ja den Markt hier oben, aber der Markt zieht sich noch ein Stück hier weiter runter nach Süden. Das wissen viele nicht. Hier unten gibt es nämlich auch einen Händler. Da steht schon einer, Borgronosch. Da müssen wir nicht hin. Das ist nämlich, hier unten ist nochmal ein Stück Markt und diese Händlerin hat eigentlich früher im Spiel Ringe und solche dergleichen verkauft. Irgendwie ist das rausgenommen worden. Sehr schade. Mir knurrt der Magen. Was würde ich jetzt für eine Schlüssel von so und so Suppe geben? Ne? Kürbiscremesuppe, glaube ich. Und die Kürbiscremesuppe findet ihr hier auf der Map. Und zwar hier oben in der Herberge Greif. Da werden wir uns jetzt mal schleunigst hinbewegen. Rennen, 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 rennen. Ah, das ist die falsche Kneipe. Zum Glück ist er noch nicht reingegangen. Hier. Wir müssen noch einen Bogen weiter hoch. Herberge Greif. Hallihallo. Ja, wir hätten gerne von dir eine einfache Kürbiscremesuppe. Ah, wir haben keinen Platz mehr, ne? Sollten mal gerade ein paar Sachen verkaufen, die wir eben bekommen haben. So. Eine Kürbiscremesuppe. Dankeschön. Und dann rennen wir wieder runter. Also wie gesagt, das ist das einzigste Gebiet, wo wir keine 4 kriegen, sondern 5 und im Nevalstal die 6. Das ist ja das Anfangsgebiet des Spiels. Tra
Kaviar zum Großen. Oh, Kürbiscremesuppe. Hier, nehmt diesen Funkelstein für die Suppe. Ich habe solchen Hunger. Kaviar mit dir. Ja, und auch Fex mit dir, sage ich doch mal einfach, ne? Ich glaube zwar nicht an eure komischen Götter, aber Angräusch wird euch schon helfen. So, dann haben wir erfahren von einem Orkenhäuptling, den wir, der eine haben soll. Da bin ich hier zur Fürstenstraße gereist und gehe jetzt einfach ein Feld nach Norden, weil da das Gebiet ist, wo der haust, wo der wohnt. Das Gebiet der Orks. Also wie immer, wenn... Aber das ist das Anfangsgebiet. Ich glaube, da kann jeder dran vorbeirennen. Da muss man nicht so hoch im Level sein. So. Und hier rechts ist das Lager der Orks. Da geht man hier in das Zelt rein. Und quatscht hier oben. Was mache ich denn da hinten? Eigentlich hätte ich hier rauskommen müssen. Den Häuptling an. Und eigentlich sind hier voll viele NPCs, die sind auch alle weg. Das ist gerade irgendwie was buggy, das war gestern noch nicht so. Washra, ich wusste, dass du Mürpaut kommen würdest, um meinen Sternsplitter zu stehlen. Du kannst ihn haben, aber nur, wenn du mich besiegst. Ja, dann mal los hier, nimm das. Das sind hier überall Frauen und so, Sklavinnen und ein paar weitere Orks. Komisch, dass das nicht da ist. Ui, der hat mich sogar getroffen. Mistkerl, dankeschön. Gut gekämpft, Blankhaut. Ja, war ganz nett. Dann sollten wir in die vergessene Binge gehen. Also in die vergessenen Hallen hieß es ja. Das ist die vergessene Binge. Und da müssen wir eine Spinnenkönigin töten. Da wir gerade ganz in der Nähe sind, gehen wir mal kurz hier raus. Da war ja eine Rede von einer Maid gewesen, die verwirrtes Zeug erzählt. Irgendwas über Spinnen und Augen und so. Und da sollte man ja diese drei Höhlenspinnenaugen, muss man sich besorgen, muss aufpassen. Hier gibt es auch Waldspinnen. Diese Augen funktionieren nicht, die Waldspinnenaugen. Das heißt, hier unten im Ruin von Kobron, die Waldspinnen bringen gar nichts. Man muss entweder hier im Keller von Kobron, in der alten Mine, oder hier, wo ich jetzt gerade bin, in der vergessenen Binge, die Spinnen töten. Die droppen nämlich diese Höhlenspinnenaugen, die man braucht. Man kann das auch noch umgehen, da erzähle ich gleich was zu, wenn wir bei der Medina sind, dem NPC. Also hier, das wäre eine Spinne, die das zum Beispiel droppt. Genau wie die. Und die nächste, die dann noch kommt. Ja, da ist sie. Und hier ganz unten, hat wohl gerade einer getötet. Hier unten ist nämlich die Königinspinne. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Ich hoffe, dass sie jetzt jeden Moment neu spawnt. Die müssen wir nämlich töten. Und dann können wir hier... Ah, da ist sie. Spinnenkönigin. Sehr schön. Hier, oh, die ist 34. Da sollten wir sie mal umwerfen. Wollen ja keinen Schaden nehmen. Und dann erscheint hier ein Glitzern. Wuhu! Wir haben die nächste. So, dann machen wir das doch direkt mal mit den Augen, würde ich sagen. Da würde ich vorschlagen, man rennt zum Quell des Regenbogens. Und reist gen Süden. Da kommt man dann in die Altenauer Heide. Und da ist sie. Also die hätte diese Sprechblase, hätte sie normalerweise nicht. Aber wenn man drei von den Höhlenspinnenaugen hast, erscheint eine Sprechblase. Man hat noch eine andere Möglichkeit. Man könnte sich durch, wenn man ein Zauberer ist, durch den Klugheitszauber höher machen, weil dieser NPC redet mit einem auch ohne dieses Event, ist da nämlich eine versteckte Quest drin. Und die aktiviert sich aber erst bei Klugheit 14 oder höher. Das heißt, wenn ich mich jetzt durch Tränke oder sowas auf 14, Klugheit 14 machen würde, könnte ich sie auch direkt anquatschen, ohne mir die Spinnenaugen zu holen. Aber ich habe die Spinnenaugen besorgt. Und los geht's.
Hallihallo. Was willst du? Die Augen, sie sind geschlossen. Medina hat keine Träne für sie vergossen. Lächelt und verliert eine glitzernde Sternschnuppe. Glück auf deinem Weg. Ja, aber so bekommen wir natürlich leider nicht die Quest. Na komm, hau drauf. Hau drauf. So, und jetzt müssen wir den Opal wegbringen. Und zwar müssen wir, das Elfentor ist das Feentor gemeint, was im Dergelsteiner Forst ist, wo wir auch für die Quest die 5 Feensteine hin müssen, die auch zufälligerweise hier auf der Karte ist, nämlich der Holzfäller Hungold gibt uns die. So, ich würde sagen, wir reisen hier rüber und dann 2 Felder gehen Norden. Das ist, glaube ich, der kürzeste Weg von hier. Also bei dieser Quest kann man sich auch nicht irgendwie auf die blauen Pfeile achten, weil die zeigen eigentlich nur zurück, wo der Leander Mondschatten ist. Also mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe 6 Stunden und 28 Minuten waren. Es ging um 17 Uhr los. Wir haben direkt losgelegt und also es war schon 6,5 Stunden, ist schon ordentlich. Also für eine Quest, um die Rätsel rauszukriegen. Ich habe natürlich bei ein paar auch länger gehangen. Torwall war am schwersten. So, da ist die Stelle. Wenn man stark genug ist, kann man einfach hingehen. Wir hauen sie gerade mal um. Und kann sich die Sternschnuppe hier holen. Das funktioniert aber, wie gesagt, nur, wenn man diesen Opal hat. Und den Opal bekommt ihr halt entweder von Drachen, von Elementen, von Tiefenwühlern, zum Beispiel in den tiefen Hallen von Palio, wo ich gewesen bin. Da ist noch ein Trüchchen aufgegangen. Und ja, wenn ihr den habt, könnt ihr hier dieses Teil benutzen. Ah, sehr schön. Der Opal steckt fest, der ist jetzt weg und wir haben die letzte Sternschnuppe. Damit sind wir 5 Stück in Greifenfort. Das war's hier. Wir müssen von Greifenfort noch ins Nevalstal. Kaufen gerade noch den Krimskram, den ich eingesammelt habe. Mein Greifenforter Lieblingsverkäufer. Zack. Und rennen runter Richtung Südwesten, weil da der Hafen von Greifenfort ist und wir von da per Fähre rüberkommen ins Nevalstal, wo das Spiel begonnen hat. Dort gibt es auch den Drachen. Ashturax heißt er. Und der droppt auch den Opal. Der droppt nämlich auch alle Edelsteine, glaube ich. Könnte man auch da holen, also. Na, hätte ich schon eine vorher abbiegen können, ne? Kleinen Umweg. Weil Greifenfurt doch so schön ist. So, da ist er. Einmal ins Nevalstal, ja. Da ist abhängig davon, man macht eine Sinneschärfeprobe. Jetzt weiß ich nicht genau, was Sinneschärfe. Ich habe es auf 11, glaube ich. Ob das klappt. Ich weiß gar nicht, ob die Behinderung von der Rüstung damit einfließt. Wahrscheinlich wird auch Intuition oder so wichtig sein. Also da könnte man sich natürlich auch mit Gegenständen oder so machen, aber ich glaube, wenn ich immer weiter einfaches anklicke, kriege ich es irgendwann. So kam es mir auf jeden Fall vor. Also man geht hier rechts in diese Höhle rein, weil der Tempel ja zerstört worden ist. Und das ist jetzt die neue Behausung ja von dem Tempel. Und hier hinten gibt es das Monster. Auch ganz interessant, hier gibt es nämlich ein Monster. Das ist Stufe 46. Greift einen nicht an. Ich habe es mal getötet, es hat nichts gedroppt. Es hält sehr, sehr viel aus, sage ich euch jetzt schon. Also, es ist nicht feindselig. Cella macht einen sehr gepflegten Eindruck. Ihre Haut weist keinerlei
vernarbte Stellen auf und sie ist gut genähert. Ja, also 46 ist ja schon was Besonderes, hier so einen starken Gegner zu haben. Also da, keine Ahnung, was da noch kommen soll. Auf jeden Fall hält sie ordentlich was aus. Das ist ein harter Kampf. Ihr mich auch. Ja gut, dich töten wir. Du behinderst meine Werte sehr wahrscheinlich. Ja, verzieh dich. Sinneschärfeprobe. Zack, und es hat geklappt. Sternschnuppe bekommen. Sehr gut. Können wir von hier... Ach, Mist. Kampfmucke läuft noch. Also ich glaube, ich muss erst raussauen. Ich glaube, ich kann jetzt keine Schnellreise machen, ne? Ach, das geht sowieso nicht. Wir können ja gar nicht jetzt rüber nach Torval. Oder Andergast. Ja, wir gehen nach Andergast, würde ich sagen. Das nächstgelegene. Also allein fürs Reisen und fürs Bezahlen an bestimmten Stellen mit den Schulden, die 8 Dukaten eben für einen Teil, also die 25 Dukaten, die man reinkriegt, holt man natürlich in der Quest nicht raus, aber es sind auf jeden Fall die 4 Fex-Sterne und den tollen Hut wert, ne? Der macht Sinneschärfe höher, glaube ich, und Taschendiebstahl und hat auch gute Rüstungs- und Behinderungswerte. Also das ist schon ein schönes Teil, auch wenn es nicht so schön aussieht. Ui! Ich muss mal kurz am Rechner weg. Mietzivil raus. Ah, schwuppdiwuppdi, da bin ich wieder. Katze hat einen Aufstand gemacht. Mach mir die Tür auf, hat sie gesagt. Und da muss ich natürlich springen, wenn meine Göttin das befiehlt. So, wir sind wieder in Greifenfort. Von hier können wir Weltreise machen. Sehr schön. Und zwar hier rüber nach Andergast. So. Und zwar haben wir hier im Nordosten wieder Mrs. Mondschatten oder Mr. Mondschatten. War ein R, ne? Der Leander? Leander ist ein R. Ja, Leander Mondschatten. So. Am Quell der Wiegold trauert. Fleudermäuse haben ihn belauert. Wiegold ist ein NPC und den finden wir ganz im Osten. Im Werwalsloch funkelt ein Funke immer noch. Genau, das Werwolfsloch gibt es auch eine Quest, wo wir den Werwolf töten müssen und die Bestie von Joborn. Im See ein Splitter einsam glimmt, ohne Angel ihn niemand nimmt. Angeln kann man nicht kaufen, bekommt sie aber da in dem Gebiet, zeige ich euch gleich. Wo die Eiche über tiefer Goblinhöhle thront, ein Blick zu ihren Wurzeln lohnt. Damit ist die verfluchte Goblinhöhle gemeint, zwar nicht die in Tralob, sondern die hier in Andergast, nämlich Uruk-Narai. Und das ist da oben drauf auf der Höhle. So, wir haben genügend, aber wollen nicht beenden. Und wir brauchen in dem Gebiet gar keinen Gegenstand. Das kriegen wir alles so, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ah, okay. Die Karte ist noch nicht aufgedeckt. Das ist natürlich schlecht. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal hier rechts rüber. Ja, komm. Ab, hinter. Da oben. Ja, ich habe einige Charaktere, die bestimmte Gebiete gar nicht gemacht haben. Also in bestimmten Gegenden nicht waren. Mal kurz schauen. Messertor. Irgendwann marschen. Wir müssen ins Messertor, glaube ich. Ja, Messertor. Alles voller Oger. Da kann man sehr gut auch die 1000 Oger sich holen. Das sind nämlich auch 12, 13 oder so drin.
Ja, durch das Gebiet müssen wir noch komplett durch. Halt, hier unten, da ist der Ausgang. Und da kommen wir in den Ingwal-Quell. Und hier rechts ist auch schon direkt der NPC, von dem die Rede im Rätsel war. Da ist er. Wie galt, wie Gold. Gütige Travia, den Funkelstein könnt ihr nicht haben. Der ist das Geschenk für meine Braut. Ich hatte Glück, dass ich ihn im Gras gefunden habe, nachdem diese verflixten Fledermäuse meinen Strauß Liebholdendolden geraubt haben. Also einen schönen Strauß oder so einen Glitzerstein. Also finde ich den Funkelstein natürlich viel besser, aber er würde ihn tauschen. Sind schnurstracks zur Höhle dort drüben bei dem ruinierten Gemäuer geflogen. Ja. Die Zwölfe mit dir. Dann gehen wir doch direkt da mal hin. Das ist hier ein Stück südwestlich. Ja, genau. Gehen wir an allem vorbei. Ja. So, wir ernten den jetzt einfach da. So habe ich das mit meinem niedrigen Dieb auch gemacht. Das klappt ganz gut. Zack, holen uns den Blumenstrauß und fliehen. Run, Forest! So. Die Zwölfe zum Gruße. Heilige Travia, die Liebholdendolden. Hier, nehmt den Glitzerstein. Die Zwölfe mit dir. Uhu, wir haben ihn. Sehr schön. Wo waren wir denn hier auch noch nicht? Da oben waren wir noch nicht. Okay. Okay, dann gehen wir mal hier runter zum Ufer des Turansee. Da in diesem See ist auf jeden Fall der Glitzerstein im See drin. Und wir brauchen eine Angel. Da bewegen wir uns erstmal runter zum See auf dieses Floß. Da ist dieser Junge. Ja. Sieh mal, da glitzert was im Wasser. Zu schade, dass ich meine Angel nicht habe. Die muss ich bei der alten Eiche zwei riesigen Feuerkäfern überlassen. Damit könnte ich das funkelnde Ding sicher hochholen. Glück ja. Auf deine Wegen. Ja, wünsche ich dir auch. Also das ist interessant. Aber diese Käfer muss man nicht töten. Man kann es auch einfach so ernten an dem Baum. Aber ich glaube, wir werden sie töten. Er hat mich vergiftet. Ich fühle mich so schwach. Da sind die Käfer. Und wir. Sie bemerken mich gar nicht, weil mein Stealth-Modus an ist. Ah, Lutes Angel erhalten. Da haben wir sie. Sehr schön. Ja, Beinschuss ist schrecklich. Aber meine Elfin liebt Beinschuss. Das ist nämlich super. Beste, was der Bogenschütze hat. Schönen Beinschuss und dann dauert es ewig, bis der Gegner bei dir ist. Bis dahin ist er längst tot. Was willst du? Du hast meine Angel gefunden. Warte, dafür hole ich dir das Glitzerding aus dem See. Verschwindet. Ja, los, hau ab, du blöder Zwerg. Genau so sieht's aus. Wieder total lieb und nett. Also wir müssen nach Malems Klamm. Teleportieren wir uns mal runter. Also ganz im Südwesten. Und hier sind so 4, 5 Höhlen. Ich glaube, es waren 4. Und dadurch suchen wir und dann kommen da Werwölfe raus. Oder wir haben die richtige Höhle erwischt. Auch wieder Zufall, welche es ist. Und, ah, keine Sternschnuppe, dafür ein wütender Wolf. Das war schon mal falsch. Auf zur nächsten. Ah, das ist die Sternschnuppe, die zweite. Sehr schön. Das hat doch gut geklappt. Warum ist die Kampfmucke weiter da? Ah, und warum auch immer sie da ist, genau deswegen kann ich das Gebiet nicht mehr verlassen. Schrecklich. Einer dieser Bugs, die seit Ewigkeiten da sind, der einfach nicht weg ist. So, Musik ist aus, Kampfmusik. Wir können wieder reisen. Und wir müssen da oben hin zu diesem Dungeon. Das heißt, wir gehen Richtung Norden von hier, würde ich sagen. Urknarei, war ich mit ihm gar nicht drin, okay. Ja, das ist dann halt, wenn man viele Charaktere hat.
spezialisieren sich die meisten auf irgendwelchen Gebieten, damit ich auch schnell zwischen den Gebieten hin und her sonnen kann, wenn mal was ist zum Testen oder so. Holen wir uns die letzte Sternschnuppe von Andergast. Das ist schon mal falsch. Toll. Ja, mit Atax bin ich hauptsächlich in Torval unterwegs. So, schauen wir gerade mal auf die Map. Wir müssen Orkenwacht, Anderstein. Anderstein, okay. Also dahin. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, Fuß des Steineichenwaldes. Und da müsste eigentlich Orognarei sein, wenn ich mich nicht irre. Ah, Mist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Schaufel brauche. Ah, ich habe Schaufeln, okay. Hat sich geklärt. Aber wir können es gleich sehen, ob das immer noch 5 sind. Obwohl, manchmal verbraucht man die Schaufel nicht. Können wir es also jetzt nicht testen. Kann ich euch jetzt nicht genau sagen, ob wir da eine Schaufel brauchen zum Ausbuddeln. Oder ob wir das einfach dann nur benutzen müssen an der Stelle. Ich glaube, wir brauchen keine Schaufel. Also das Gebiet ist auch nicht ungefährlich hier. Man sieht schon 45er Rotzasseln. Uah! Weg hier! Nein! Tötet mich nicht. Besonders das Problem ist, die machen Critical Attacks. Das ist irgendwie ziemlich verbuggt, dass die da so üble. Also wenn hier 5, 6 ein Critical machen, bin ich in einer Sekunde tot. Einige kennen das bestimmt von der Akademie. Ah, hier ist Orognarei. Der Gruppendungeon, wo wir am Ende von der Ebene 12... Was, 12 war das? 12, 13, keine Ahnung, gibt's die... Okay, den Sphärenwurm werden wir wohl umhauen müssen. Stirb! So, Betäubungsschlag noch, sehr schön. Da hat er nämlich dann keine TP mehr und kann mich umwerfen. Ja, er hält schon einiges aus, ne? Mistkerl. Aber er ist ja auch Stufe 45. Bleibst du wohl liegen? Hau mich ja nicht. Und stirb schon. Ist Vieh. Tada, besiegt, yeah. So, und dann suchen wir die Stelle ab. Zwischen den Wurzeln der Steinärsche nach einer Sternsuppe suchen. Sternschnuppe suchen, nicht Suppe. Also, ich glaube nicht, dass ihr eine Schaufel da braucht. Das klingt nicht nach Ausbuddeln oder so. So, wir haben 18, damit hätten wir alle in den Gebieten. Jetzt bleibt uns nur noch Torval. Obwohl, warte, ich hole mal gerade hier dieses eine Teil noch. Das ist ja direkt hier um die Ecke. Todesmutig rennen wir an den komischen Krabbelfiechern vorbei, die ich so hasse. Also, die sind echt schlimm mit ihrem scheiß Critical.
und Beinschüssen immer und was weiß ich. Stun und was sie alles machen. So, jetzt sollte doch eigentlich das Gebiet erforscht sein. Sehr schön. Auf nach Torwahl. Die letzten holen. Schlimmste ist da das mit den Elementen. Also da hatte ich bei einem Charakter, habe ich da, ich weiß nicht genau, 50 Stück oder so umbringen müssen. Das ist echt schlimm. So. Hier brauchen wir einige Sachen. Der Tempel ist noch nicht aktiv. Und hier steht er auf jeden Fall. 4 Sternstumpen, und zwar die letzten, 22 Maximum. Im Sand ein Funke einsam wandelt, die Burg der Trolle er verschandelt. Da ist der Sinn hinter, dass wir Sandelemente töten müssen. Es gibt Sand, Granit und irgendwas anderes noch. Auf jeden Fall, wir müssen die Sandelemente töten. Problem ist, es ist Zufall, was für welche spawnen. Das heißt, wir werden ziemlich viele töten müssen. Ich weiß nicht, ob ich das auf das Video mit drauf nehme. Müssen wir mal schauen. Und ja, das wird der am schwersten zu kriegen sein jetzt hier momentan, weil ich den nicht vorher holen konnte, weil ich nicht wusste, ob ich den mit dem Taschendiebstahl hinkriege danach. Bei Katerhall im Bodiertal findest du einen Funken allemal. Okay, Katerhall im Bodiertal. Also auf ins Bodiertal. Im Klappern der Mühlen der Finger sich reckt, in seinem Bauch ein Funkeln steckt. Die Höhle finster, die Höhle tief. Hier man einst Dämonen rief. Das ist die neue Höhle im Tanmaurek. So, wen muss ich anquatschen? Du hast, glaube ich, das Krimskrams-Zeug, ne? Ja, genau, hast du. Wir brauchen eine Fackel. Und den Rest brauchen wir nicht. Und von ihr brauchen wir eine Fischsuppe. Nicht Haifisch, die klappt nicht. Habe ich ausprobiert. Haifisch. Schmackhafte Fischsuppe. Davon brauchen wir eine für die Katze. Könnt ihr jetzt schon holen, ansonsten erfahrt ihr es, wenn ihr bei denen seid. Jetzt rennen wir gen Süden, weil hier in dem Stadtgebiet von Torwahl ist auch schon eine der... da ist diese Mühle, von der die Rede war. Man muss natürlich bei der Zeit mit einberechnen, ich habe eine gute Stunde oder zwei gebraucht, dass der Opal gedroppt ist. Und das ist natürlich auch Zufall, das kann auch mal 5 Stunden dauern. Also die Zeit ist nicht mit drin und auch das Rätseln ist halt natürlich nicht mehr mit drin, weil ich es schon gefunden habe. Genau, mit einer Fackel in die Tiefe hinabsteigen. Sonst kommen wir nämlich hier nicht runter. Das ist die alte Mühle, hier links sind noch 2 aktive Mühlen. Und hier begrüßt uns ein kleiner Magier, der viel Schaden macht, wie immer Magie so ist. Aber er hält nicht viel aus dafür. Hey, haut drauf! Also, und da haben wir die erste. Sehr schön. So. Jetzt reisen wir doch direkt mal dahin. Ja, es gibt ja auch ein neues Gebiet hier wieder, ne? Stimmt. Es gibt hier unten einen neuen Dungeon. Da muss ich ein Video zu machen demnächst. Hier unten, da kann man auch ein neues Monster hochbeschwören. Braucht man einen kleinen Tipp. Gehirn. Das einzige Gehirn, das man in Torwahl bekommt, kriegt man von den Hetzern. So, jetzt sind wir im Bodiertal. Dort soll der Kater lauern. Wenn wir hier ein Stück nordwestlich gehen, ist ein Gebäude und ein paar NPCs. Ah, da sind wir da schon. Jede Menge Behausung. Frenja, wo steckt die verdammte Katze schon wieder? Sie soll die Ratten fangen und nicht rumvollenzen. Mutter, er ist ein Kater. Wir haben ihn extra Hall genannt. Kater, Unsinn! Ich erkenne noch eine Katze, wenn ich ihn sehe. Zuckt mit den Schultern. Wahrscheinlich ist er bei den Männern. Wenigstens kann er nicht noch saufen. Da oben ist er doch, ihr Blindfische. Kaiser Hall, der verschwunden ist. Ach, eine böse Hexe hat ihn verwandelt in einen Kater.
obwohl ich ja vermute, dass da irgendwas nach HEMA mit zu tun hat. Naja, egal. Der Kater schnuppert aufgeregt in Richtung deiner Fischsuppe. Er maunzt verlangend. So, und jetzt können wir ihm eine Fischsuppe geben. Hätten wir das nicht gehabt, dann hätte sie davon erzählt gehabt danach, dass sie, oh, den kriegen wir nochmal runter mit einer Fischsuppe. Na, wer sag's denn? Für die Fischsuppe hat die Sternschnuppe abnehmen lassen. Sehr schön. Die hat er nämlich um den Hals gehabt. So, jetzt müssen wir hier durch ein gefährliches Gebiet. Ich spute mich da mal ein bisschen. Zack, den aktivieren wir mal gerade. Das ist ein sehr leckeres Essen hier, diese dickflüssige Haiflüssigsuppe. Macht ein bisschen Körperkraft höher. Komm, davon können wir auch noch eins nehmen. Können ja mal versuchen, hier mit 24 Fährtensuchen zu aktivieren. Sehr schön, das hat geklappt. Wir müssen ja eigentlich nur hier durchrushen und es irgendwie überleben. Die Trollburg. Und hier töten wir Sandelemente. Da ist ein Basalt. Genau, Basalt war das. Basalt, Granit. Und Sand. Wichtig sind nur die Sand. Darum schaue ich jetzt gerade mal, ob irgendwo Sand ist. Ah, Sand. Ha, Sand. Wenn wir Glück haben, ist es das der schon. Aber ich wage es zu bezweifeln. Und Elemente sind auch nicht ohne. Die dürfen einfach nicht dazu kommen, einen umzuwerfen oder sowas. Weil da nimmt man höllisch viel Schaden. Das Problem ist, manchmal klappt das mit den zwei Mieterwerfen oder halt Betäubungsschlag nicht. Und dann hat man ein ziemliches Problem. Ja, hat nicht geklappt. Also wie gesagt, davon ganz viele töten. Irgendwann droppt der Mist. Wieder nix. Murks. Ja, ist wieder einer von den Dicken. Aber die muss ich gleich sowieso töten, weil da eine Möglichkeit entsteht, dass da wieder Sand spawnen. Aber ich wollte erstmal schauen, wo hier Sand ist. Hui, sehr schön. Sand. Und man hat auch Glück, dass hier momentan keiner ist. So. Also momentan ist das halt ein bisschen überlagert auch. Weil alle diese Quests am Machen sind. Tja, wieder nicht. Mist. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Nehme ich das komplett mit auf, breche ich hier ab und hole erstmal diesen Stein. Es fehlen halt auch nur noch zwei. So, keine anderen mehr da, okay. Diese Steine nicht wegwerfen, wenn ihr könnt damit ein Monster im Tanmaurek hochbeschwören. Ihr braucht Steine und diese Erzen, die von Elementen gedroppt werden. Also aufbewahren. Nicht verkaufen, sind sowieso nicht viel wert. Und dieses Monster droppt die, was Schaden betrifft, stärkste Einhandwaffe im Spiel. Ihr könnt sie sogar an der linken Hand tragen. Also ein sehr, sehr cooles Teil, aber die Droprate ist enorm niedrig. Ich habe es schon 20 Mal oder mehr hoch beschworen. Es ist nie was gedroppt. Nur blöde Steine. Also bei meinem Krieger habe ich das versucht. Ich hoffe, dass sie da die Droprate was erhöhen. Obwohl es natürlich auch ganz cool ist, wenn man einen Gegenstand... Ah, da meine ich das, was ich meine. Wenn das schief geht, habe ich ein Problem, weil ich werde umgeworfen. Und ihr seht schon, ich nehme völlig Schaden. So, wir müssen ihn... Er darf nicht agieren. So. Du nicht mich umwerfen. Mieses Vieh. Also wenn das jetzt natürlich nochmal passiert, hat man wieder ein Problem.
weil dann könnte es sein, dass man stirbt. Selbst mit 45. Trick ist halt wirklich nicht da, war eins von diesen Erzteilen, die ich meinte. Baut man 5 Stück und 30 Steine, um den Malma, heißt er, zu beschwören. Tja, nun heißt es wieder abwarten, bis neue spawnen. Toll. Erste müsste ja hier unten kommen. Also einen Durchgang versuche ich noch. Ansonsten gehe ich erstmal rüber und hole den anderen Stein. Komm schon, spawn neu. Da ist er. Sehr schön, aber leider ist es ein Granit und kein Sand. Bringt mir also gar nichts, ihn zu töten. Er kann mir nicht den Stein besorgen. Leider. Ich muss halt wirklich hoffen, dass jetzt hier Sand spawnt. Hey, kipp um. So, den nächsten hatten wir hier in der Mitte. Spawnt eigentlich immer hier. Da ist er. Oh, und es ist ein Sand, ne? Ha, hervorragend. Bitte, 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 bitte. Drück mir die Daumen. Fex, steh mir bei. Drop, damit ich das Video beenden kann. Wir sind schon über eine Stunde. Sternschnuppe erhalten. Wahnsinn. Ja. Genauso wollte ich das haben. Und jetzt seppen wir uns einfach mal kurz. Ah, nee. Seppen wir uns nicht. Wir müssen nämlich kurz hier runter nach Torwald, weil ich muss euch zeigen, wo ihr die Quest kriegt. Wir müssen zwar ins Tan Maurek, da ist aber eine Höhle, wo so ein Glutgefäß drin ist und die Glut kriegen wir nicht gelöscht. Erst habe ich gedacht, man braucht einen Eimer mit Wasser oder sowas, das hat auch nicht funktioniert. Also Eimer kann man ja hier kriegen, aber man braucht eine eisige Essenz. Diese Essenz bekommt man, wenn man hier am Markt diese Quest annimmt. Aufgabe schwarzes Eis. Der will 7 Schwarzeissplitter haben und dann kriegt man diese eisige Essenz. Da lehnen wir jetzt mal ab, weil wir haben die ja noch. Ansonsten besorgt euch Schwarzeissplitter. Die kriegt ihr von dem von den Hetzern. Genau. Und wir seppen uns darüber. Dann Maurek. Und hier ist ganz im Nordwesten, also nicht ganz im Nordwesten, also wir müssen hier nach Norden. Es geht dann zwar noch ein Stück weiter, wenn wir hier durchgehen würden, würden wir weiter nach Nordwesten kommen. Aber wir müssen hier hoch an die ganzen Gegnern vorbei, die uns hoffentlich nicht stunnen. Hier sind jetzt einige Elemente noch. Also wie gesagt, wenn man zu niedrig ist, könnte das problematisch werden. Ah, die Elemente haben uns nicht entdeckt, sehr schön. Und dann kann man hier rein. Höhle im Tan Maurek. Die ist neu, die ist gefährlich. Und wollen wir uns mal umschauen. Also ich könnte auch einfach durchrennen. Wäre auch möglich. Ja, der Magier macht wieder höllischen Schaden.
Ach du Kacke, jetzt sterbe ich auch noch. Ach du Kacke. Ach, steh auf! Okay, wir saunen mal kurz, weil ich glaube, das ist mein Todesurteil sonst. Eieiei. Hinfort mit euch. Mistviecher. Ah, verschwunden. Ja, der Magier ist ein Problem. Ich glaube, ich komme ohne ihn nicht durch. Ich muss also erst auf jeden Fall den Magier töten. Weil ein Raum weiter ist noch ein Magier. Und das wird ein bisschen problematisch dann. Weil zwei Magier, die einen Zauber auf mich legen, dann war's das. Ah, da kommt er schon wieder. Du Drecksack. So, stun den mal. Wir müssen gerade mal den Magier hier töten. Der stirbt natürlich viel schneller, weil er nichts aushält. Aber er kann halt höllischen Schaden machen, wie das halt bei Schwarze Auge so ist. Magie ist einfach übermächtig. So. Trauen wir uns mal was näher ran. Oh, jetzt haben wir direkt zwei, das ist nicht gut. So. Dich stunnen und auf dich draufhauen. Aufhauen, draufhauen, draufhauen. Umwerfen. Ah, nicht geklappt. Nimm einen Trank und davon noch einen. So, den haben wir. Knochengolem. Auch interessant, diese Knochengolem droppen einen neuen Gegenstand. Was war das nochmal? Die droppen auf jeden Fall irgendwas Neues. Vielleicht sehen wir es ja bis dahin noch. So, nehmen wir den nächsten und den Magier, würde ich sagen. Und dann trauen wir uns runter. Gegen den fetten Dämon Turumorot kämpfen wir, glaube ich, nicht erstmal. Also es gibt auch eine neue Quest in Torwald selber, wo wir hier hingeschickt werden in den Dungeon. So, Magier, komm her, komm her, komm her, komm her. So, jetzt. Nicht auf mich zaubern. Genau. Ich mag das nicht. Lass das, ich hasse das. So, und jetzt rennen wir einfach mal durch. Wichtig, dass der Magier nicht dabei war. Und hier unten. Ah, in den Flammen liegt eine Sternschnuppe. Das Feuer ist unerträglich heiß. Vielleicht kann man es irgendwie herunterkühlen. Schwuppdiwuppdi. Die eisige Essenz hat die Hitze des Feuers neutralisiert. Jetzt kann ich die... Blop, blop, blop. Ah, und da sind wir gestorben. Ja, komm, dann machen wir kein Wiederbeleben. Wir wollen sowieso zum Ausgang. 14 Sekunden. Ich hätte natürlich auch alle töten können jetzt nacheinander, wenn ich es einzeln hergeholt hätte. Aber ich hatte gehofft, das so zu schaffen. So ähnlich muss man das dann auch mit Level 25 machen, weil sonst hat man hier ein Problem. Oder man nimmt irgendwelche Höherleveligen mit, die die Gegner kaputt hauen. Ginge dann theoretischerweise auch. Und wir begeben uns in die Stadt Torwald zurück und holen unsere verdiente Belohnung ab. Ja, so sieht's aus. Und Artax ist wieder in Torwald, wo er hingehört. Sehr schön. Ihr habt alle der verschollenen Sternschnuppen aufgespürt. Ihr seid wahrhaltig ein Mystiker der Sterne und erhaltet 4 von Faxens Sternen. Yeah, Sternschnuppen, jede Menge Titel. Titel, die ich nicht brauche. Weg damit. Weg damit. Mystiker behalten wir mal, weil das ja der höchste ist, glaube ich. Zack. Das ist der neue Hut. Schlapphut der Geheimnisse. Schlapphüte wie dieser werden als besondere Belohnung der Fexkirche aus nachtschwarzem Mondsamt gefertigt. Im Stoff funkelt kaum wahrnehmbarer Mondstaub, der dem Träger besondere Kräfte verleiht. Rüstungsschutz 1,5, Behinderung 0,7, Taschendiebstahl plus 1, Sinneschärfe plus 1, Intuition plus 2, plus 2% Astralenergie-Regeneration. Also, eine schöne Alternative für meinen vollendeten Drachenlederhelm. Muss man natürlich überlegen. Also die Ausdauerregeneration, die braucht man eigentlich nicht. Schaden durch Drachen. Also ist definitiv besser. Ich überlege jetzt den schon, den vollendeten Drachenhelm. Der ist natürlich echt cool, gegen Drachen noch weiter zu behalten. Muss man mal schauen. Komm, wir trinken jetzt erstmal einen da drauf jetzt. Lecker. Ja, super. Kniebe und hohe Steine behalten wir. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier, da seht ihr ihn nochmal. Vielleicht besser in der Perspektive.
Er sieht nicht so prulle aus, aber ich hoffe, dass über die Jahre noch weitere Fex-Events kommen, wo man dann ein komplettes Fexen-Outfit hätte. Fände ich genial für meinen Dieb. Ich liebe Dieb, ich finde es cool, dass da mal Charaktere auch ein bisschen besser gepusht werden, die halt ja, nicht so kampfbegabt sind, sage ich mal. Ich hoffe, ich habe euch helfen können. Bis demnächst, euer Chojin.